Ich bin der McLemmon, ich rede jetzt auch als C3W-Member. Als einfaches Mitglied, ja, und ein bisschen Werbeträger für die Privacy Week. Mir sind die anderen schwarzen Hoodies ausgegangen, gerade weil wegen der Wäsche. Der Chaos Computer Club Wien, der C3W, hat ja auch so ein monatliches Treffen. Das nächste findet am 15. November hier im MetaLab statt, um 19 Uhr am Abend. Gemütliches Beisammensitzen, und da wird es natürlich auch ein bisschen eine Rückschau zur Privacy Week geben. Vielleicht noch ein paar Frösche, wenn wir noch welche finden. Frösche sind gut gegangen. Für die Leute, die zum Chaos Communication Congress, zum 33C3 fahren, wird es zwei Dinge geben. Das eine ist natürlich viele Tipps und Tricks, was man am Kongress so mithaben sollte, was man einpacken muss im Gepäck, wie man seinen Laptop absichert, warum du ein Decktelefon mithaben solltest und alle möglichen anderen Dinge. Da gibt es quasi speziell für die Erstbesucherinnen und Erstbesucher des Kongresses quasi einen eigenen Teil des Abends, der ein bisschen die Vorbereitung leichter machen soll. Und natürlich auch für die Assembly des C3W wird es da ein bisschen Update geben zu den jeweiligen Projekten, oder speziell dann, wenn Leute noch irgendwie Hilfe brauchen bei ihren Projekten, die wir mitnehmen und dort ausstellen wollen, dass ihr euch beteiligen könnt. Genau, die liebe Sonja und der Stefan sind ja am Wochenende in Linz bei Jugend Hackt, und das freut uns natürlich ganz besonders, weil das ist auch ein Projekt, das in Deutschland, was wir von Deutschland kennen, eine ganz, ganz großartige Sache ist mit Jugendlichen, die Elektronik basteln und solche Sachen machen und Code schreiben, und da wird es auch ein kleines Update dazu geben. Da schmuggle ich mich gleich mal rein zum Jugendhackt am Wochenende. Müsst ihr nicht alle nach Linz fahren, und außerdem seid ihr ja auch, glaube ich, nicht zwischen 12 und 18 und dürft nicht mitmachen. Aber ihr könnt alle beim nächsten Jahr mithelfen, und ihr könnt dieses Jahr am Sonntag um 12.30 Uhr auf dorftv.at reinschauen. Da gibt es einen Livestream von der Abschlusspräsentation von den ganzen Projekten, die die Jugendlichen gecodet oder gehardware bastelt haben. Okay, wieder raus. Und wenn ihr selbst Kinder habt, dann schickt sie doch dorthin. Das ist auch ganz wichtig. Die haben da sicherlich viel Spaß. Und habe ich sonst noch irgendwas vergessen? Caffeine? Ja, genau. Nein, ich glaube, damit sind wir durch. Falls ihr noch Fragen zur Privacy Week oder zum Chaos Computer Club Wien habt, da gibt es Leute, die helfen euch gerne und beantworten eure Fragen. Und damit sind wir fertig. Dankeschön. Applaus